In Hintermo im Lungau wurde vor kurzem das neue Wasserkraftwerk Rotgülden feierlich eröffnet. Der Generator im neuen Krafthaus erzeugt dabei rund 2/3 mehr sauberen Strom, als es die beiden alten Generatoren in den vergangenen 65 Jahren leisten konnten. Rotgülden ist ein wichtiges Kraftwerk, ganz generell muss man sagen, vor dem Hintergrund des Klimawandels und jetzt auch des Ukraine-Krieges brauchen wir erneuerbare Energie, wir brauchen die Energiewende in Salzburg und wir müssen jedes Kraftwerk ertüchtigen und neu bauen, das wir zustande bringen und da ist Rotgülden wieder ein großer, wichtiger Schritt für die Salzburger AG und für das Bundesland. Der große Schritt hat in den vergangenen Monaten auch harte Arbeit erfordert. Nicht nur das Krafthaus, sondern auch die Rohrleitung wurde unter der Straße auf einer Länge von über 2 Kilometern völlig erneuert. Für die fleißigen Hände am Bau und auch die Anrainer in Mur eine Herausforderung. Für die Gemeinde ist sehr wichtig. Wir haben da Arbeitsplätze geschaffen worden. Es ist während der Bauzeit, wie das Kraftwerk gebaut worden ist, sind die Arbeiter alle in Mur. Die haben da herinner gewohnt, die haben da herinner gegessen. Die haben sich darin aufgehalten, die haben unser Geschäft unterstützt, haben die aus alles in Mur gekauft. Und jetzt stehen wir da vor einem neuen Kraftwerk, glaube ich. Man sieht, das ist ein schönes Kraftwerk geworden und wir sind alle stolz drauf jetzt. Die Salzburger AG wird als GreenTech-Unternehmen auch in den nächsten Monaten und Jahren die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Wir wollen jede Möglichkeit nutzen, jede sinnvolle Möglichkeit nutzen. Rotgülden ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Ein altes Kraftwerk, 1956 abgerissen, das neue hier aufgebaut. Höhere Leistung, bessere Leistung, stärkere Technologie, grüner Strom für Salzburg. Jeder und jede Möglichkeit zählt, Wasserkraft, Sonne und Wind, also wir müssen schauen, dass wir die Energiewende weg vom Fossilen jetzt wirklich angehen und umsetzen und die Salzburger AG macht das.